Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Heute geht es um das Thema Verdachtskündigung und Anhörung. Eine Zuschauerfrage, die darauf hinausläuft, wann und was darf ich eigentlich bei so einer Anhörung als Arbeitnehmer sagen? Ich darf natürlich alles sagen, aber wann könnte es mir schaden und wann ist es sinnvoll zu schweigen, wann ist es sinnvoll vielleicht zu antworten? Darum geht es im heutigen Video. Mr. BVB fragt, guten Tag, Herr Brederek, wenn ich zur Anhörung muss, also es bezieht sich auf ein Video, wo es um die Verdachtskündigung geht, ich hatte ja gesagt, es reicht unter Umständen schon der Verdacht einer Straftat für den Arbeitgeber, um eine Kündigung auszusprechen, der muss aber vorher anhören. Deswegen machen Arbeitgeber das, wenn sie professionell sind, natürlich vorher. Und jetzt sagt er, ich muss also zu der Anhörung und da nehme ich erstmal keinen Zettel wahr, sodass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass der Arbeitgeber schon die Kündigung auf dem Tisch hat. Na gut, die kann ja auch unterm Tisch liegen, aber okay. Soll ich jetzt Antworten geben und dann wird nachher, holt er vielleicht die Kündigung erst hervor? Oder wäre es besser, nichts zu sagen und würde ich raten? Was würden Sie mir da raten? Also da muss ich erstmal sagen, das habe ich hier auch schriftlich schon gemacht, es gibt leider, Mr. BVB, keinen allgemeinen Rat, den man jetzt an der Stelle so geben kann. Sie müssen, so würde ich rangehen, selbst wissen, was an den Vorwürfen dran ist. Wenn Sie sich 100% sicher sind, Sie haben wirklich nichts gemacht, Ihnen ist auch nichts passiert, auch vielleicht gegen Ihren Willen, nichts Schlimmes passiert, dann würde ich immer die absolute Wahrheit sagen. Ehrlich alles sagen. Sie haben ein reines Gewissen, Sie reden. Ja? Und wenn Sie sich da wieder erwarten, um Kopf und Kragen reden, weil irgendwie, dann stimmt ja irgendwas anders nicht, dann lügt ja ein anderer oder es hat Ihnen einer was untergemogelt oder wie auch immer, dann muss man diesen Kampf durchstehen. Und ich habe noch nie einen Fall erlebt, bisher in 20 Jahren, wo ich nun schwerpunktmäßig auch solche Geschichten mache, weil ich immer wieder mit Kündigung wegen Straftaten zu tun habe. Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo ein Mandant mir gesagt hat, also da ist absolut nichts an, ich habe da absolut nichts gemacht und habe dann auch ehrlich die Wahrheit gesagt und habe dann eine Kündigung bekommen. Eine Kündigung bekommen, ja, das ja, aber dass man die Kündigung dann nicht wegbekommen hat, fette Abfindung bekommen hat, beziehungsweise irgendwie das gut zu Ende ging, habe ich noch nicht erlebt. Wenn es schwierig wird, ist es meistens so, weil der Mandant selbst doch irgendwie, sag ich mal, sich nicht ganz ordentlich verhalten hat. So, also, erste Geschichte, Sie sollen zu dieser Anhörung, Sie gehen hin. Sie haben ein absolut reines Gewissen, meine ich, sollte man einfach sagen, alles andere wäre doof. Mit allem anderen riskieren Sie ja erst, sich verdächtig zu machen. Da würde ich also die Sachen sagen. Wenn mir natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache vorgeworfen wird, also der Arbeitgeber vor, was weiß ich, jemanden umgebracht zu haben oder sonst was, also ganz üble Sache, da kann man auch dann auch in solchen Situationen sagen, also wissen Sie, das muss ich erstmal mir anhören und da muss ich mir erstmal rechtlich beraten lassen. Aber das ist wirklich ein absoluter Ausnahmefall und selbst da muss man überlegen, ob man nicht dann wirklich, wenn man sagt, ich habe nichts gemacht, mir ist absolut nichts ersichtlich, auch was der Arbeitgeber mir da erzählt, das ist alles böhmische Dörfer, damit habe ich nichts zu tun, da muss man tatsächlich überlegen, die Wahrheit zu sagen. So. Wenn man jetzt aus strategischen Gründen nichts sagt, weil man sagt, naja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, kann sein, dass ich da mal mir da die Hand ausgerutscht ist, dass mir der Langfinger, mein ewiger Langfinger irgendwie in die Quere gekommen ist, mag vielleicht sein, dann ist es so, dann sagen Sie nichts, Sie sagen, hören sich das an, Sie sagen, Sie müssen sich beraten lassen, und brauchen Zeit, erbitten sich eine Bedenkzeit. Jetzt hat der Arbeitgeber zwei Möglichkeiten, er gibt Ihnen die Bedenkzeit, dann können Sie sofort beim Anwalt anrufen, das sollten Sie auch tun und dann die konkrete Situation mit dem Anwalt besprechen. Der macht sofort ein Schreiben in solchem Fall, also ich mache da sofort, haue ich da ein Schreiben raus, indem ich den Arbeitgeber dann dazu zwinge, erstmal seinen Verdacht ordentlich offen zu legen und erstmal gucken, was hat der eigentlich. Das bespreche ich dann mit dem Mandanten. Also es geht für Sie darum, so schnell wie möglich Zeit, also unbedingt Zeit zu gewinnen, um so schnell wie möglich den Anwalt kontaktieren zu können. Der Profi-Anwalt wird sofort rangehen und reagieren oder wird das Mandat nicht annehmen, weil er keine Zeit hat. Aber alles andere wäre unprofessionell aus meiner Sicht in dieser Situation. Hat der Arbeitgeber natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, es gibt hier keine Frist, entweder Sie unterschreiben hier irgendwas, das machen Sie auf gar keinen Fall, also keine Aufhebungsvereinbarung unterschreiben, da komme ich nicht mehr ran in der Regel, sondern Sie erbitten sich ja Bedenkzeit, Sie unterschreiben nicht, Sie gehen dann weg und dann gibt er Ihnen vielleicht die Kündigung. Na klar, dann kann er
mit aller Voraussicht nach mit hoher Wahrscheinlichkeit keine wirksame Verdachtsgründung aussprechen, weil diese Anhörung nicht okay ist. Es gehört nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dazu, zu der Anhörung, dass ich dem Arbeitnehmer also umfassend die Verdachtsmomente schildere und ihm Gelegenheit gebe, sich rechtlich beraten zu lassen und Gelegenheit gebe, dazu Stellung zu nehmen und dann erst die Kündigung ausspreche. Mache ich da irgendetwas von nicht als Arbeitgeber, dann spricht viel dafür, dass die Verdachtskündigung jedenfalls unzulässig ist, wenn ich eine fristlose Kündigung ausspreche. Und wenn ich dann hinterher alles beweisen kann, naja, dann brauche ich ja keine Verdachtskündigung. Dann geht eine Tatkündigung durch. Aber ich sage Ihnen, diese Tatkündigungen sind tückisch und auf Arbeitnehmerseite, da schaffe ich es doch immer wieder, die Dinger zu zerschießen. Ja? Und auf Arbeitgeberseite sage ich dem Arbeitgeber in der Regel, lieber Arbeitgeber, überlege doch mal, ob wir nicht erstmal eine ordentliche Anhörung machen und ob wir die nicht auch richtig sauber machen, damit wir uns die Chance für eine Verdachtskündigung erhalten. Und wissen Sie, was da oft passiert ist? Oft ist passiert, dass nach der Anhörung der Arbeitgeber gar nicht mehr kündigen wollte. Ja, der hat dann gesagt, Bredereck hat sich erledigt, weil dann tatsächlich rauskam, der Arbeitnehmer hat ein reines Gewissen und der war es nicht. Es war ein anderer oder es kam auch schon raus, dass gar nichts passiert war. Ja, also das kann die, oder dass der Arbeitgeber gesagt hat, da ist zwar was passiert, aber ich solidarisiere mich mit dem Mitarbeiter, weil was der gemacht hat, fand zwar irgendjemand nicht gut, aber es war richtig. Gibt's ja auch. Ja, soweit heute zum Thema Verdachtskündigung, Mr. BVB. Ich hoffe, die Frage ist einigermaßen umfassend jetzt auch beantwortet. Nachfragen gerne in die Kommentare. Ich kann auch gern zum Thema Verdachtskündigung, ist immer schwer zu verstehen. Warum ist das eigentlich so schwer zu verstehen? Weil wir in Deutschland natürlich sagen, ich kann nur für was bestraft werden, was ich gemacht habe. Und das Bundesarbeitsgericht sagt, nee, mein lieber Freund, du bist Arbeitnehmer. Du kannst auch bestraft werden für etwas, wo der Verdacht besteht, du hättest es getan. Naja, gut, das ist dann die Frage, ob das geht. In der Praxis ist es so, dass man die Verdachtskündigung doch häufig wegschießt. Wenn der Arbeitgeber das letztendlich nicht beweisen kann, dann kriegt man auch die Kündigung weg, aber eben nicht immer. Also Druck kann der Arbeitgeber aufbauen, deswegen probieren die Arbeitgeber das und ich empfehle es, wie gesagt, meinen Arbeitgebern auch. Danke für die Aufmerksamkeit, abonnieren Sie gern den Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über Daumen hoch, freundliche Kommentare, Nachfragen und so weiter. Ciao.